Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, ich habe mich jetzt einfach nach unten teleportiert, weil ich weiß, dass wir hier unten definitiv Pfeile finden. Und bekommen auch noch einen Schrottweifenwurf, das ist auch okay. Und jetzt haben wir hier vorne ein Hundi, der legendär sein soll. Den nehmen wir uns jetzt auch nochmal mit. So, wo ist er denn? Jetzt kommt ihr mir alle entgegen, oder was? So, zack. Muss aufpassen, dass ich jetzt den Legendären nicht verliere. Da vorne. Das ist der Falsche. Nun, warte doch mal. So, Lederrüstungsbrustteil, ja, nehmen wir mit. Und schließe ein Event ab. Können wir jetzt hier unten eigentlich auch nochmal kurz gucken, was hier Phase ist. Definitiv gleich nicht mehr viel. Sag ich doch. Ah, komm, ungefähr so und weg damit. Wollt nur ein bisschen Traglast besorgen und ein bisschen Spaß haben. So, Fusionszellen können wir uns mitnehmen. Okay, selbst die Kakerlaken haben wir hier atomisiert. Hm, noch eine Kampfflinte. Ich bin ja echt überlegen, am überlegen, meine Kampf-Action auszuwechseln gegen eine Kampfflinte. Aber dann hätten wir halt auch nicht mehr den legendären Perk drauf. Das wäre ja dann auch nicht so toll. Auch wenn das jetzt nur 10 Aktionspunkte sind für innere Unruhen. Aber immerhin. Huch, was war ihn da? Ei, lass mich jetzt mal raus da. Ich will doch nur einmal zerschrotten. Machen wir erstmal so. Die hat zum Beispiel nur Level 30, deswegen eher nein. Minigun, nein, danke. Könnten wir uns auch notfalls craften. Ich hab dich gesehen. Nee. Unbedingt mal schauen, dass wir fürs Untergehebegewehr auch noch mal ein bisschen was kriegen. So. Snipen wir hier einfach noch ein paar weg. Wenn wir sowieso schon mal hier sind. Oh, Munition haben wir sogar schon wieder drin. Perfekt. Perfekto. Eigentlich bin ich ja hier unten wegen Fäule. Aber, naja. Sowas bräuchte man echt auch noch einen Schalldämpfer. Na, das können wir auch noch nicht. Die Waffe ist viel zu laut. Für heimliche Angriffe. Oh. Aber sie geht. Lalala. Ich habe mehr Munition als ihr. Leben habt. Okay, ich leide aber eigentlich schon wieder nur unter dem Nachladesyndrom. Bei 85 Schuss eigentlich, naja, sollte man nicht so häufig nachladen. Von wo? Habe ich dich.
Tue ich aber trotzdem immer. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so eine Angewohnheit, die ich mir nicht abgewöhnen kann. Hä? Wo denn? Ach, da hinten. Einer müsste noch da sein. Jetzt kommt er wieder nicht raus. Ich will mich nicht bewegen. Ich bin doch fauler Mensch, Mensch. Nee. Den hatten wir erschossen. Wegen dir mussten wir uns jetzt bewegen. Also echt mal. Schlimm. So, dann nehmen wir euch hier oben auch nochmal alles weg. Passt doch schon. Oh, Plasmakern. Haben wir ja nicht genug, oder? Und ich vergesse jedes Mal, wir sind ja nicht in der Power Armor. Das macht doch Aua, Mensch. So. Nee, irgendwo hatten wir hier doch auch. Hier ist noch das Lager. Hier. Damit wir uns wenigstens wieder ein bisschen bewegen können. Ja, ist auch 39. Ich denke mal nicht, dass wir jetzt hier noch eine anständige finden. Ah, und schon können wir wieder laufen. So gelobe ich mir das doch. So, einmal Shirt rein. Und dann müssen wir mal weiterschauen. Haben wir sonst noch irgendein Event, was jetzt hier wichtig wäre, wenn wir schon in der Nähe sind? Nein. Ich bin der Meinung, das war hier beim Big Ben Tunnel, wo ich letztes Mal viel Fäule gesehen hatte. Da hinten war nämlich noch so ein Camp und da war ordentlich viel Fäule. Wir bräuchten mal so ein, zwei. Dann könnten wir nämlich schon unseren Alkoholtrieb ein bisschen vorantreiben. So. Muss ich irgendjemanden begrüßen? Ah, die treffe ich da hinten nicht. Gut, gehen wir erstmal weiter. Irgendwo hier hinten war das. Bin ich der Meinung, dass es hier ordentlich Fäule gab. Hoppala. Mach doch nicht so ein, dass du mir hier noch ruckelst. Während ich ballere. Aber wir kriegen wenigstens nochmal anständiges Fleisch. Hä? Niemand hier? Okay. So, alles mal mitnehmen. Nee, hier auch nichts. Stange Zigaretten können wir mitnehmen. Kann ich später nochmal eine quarzen. Na, Leder kann man immer mal brauchen. Brandaxt. Und ich wusste doch, dass ich hier irgendwo Fäule gesehen habe. So, nehmen wir gleich dreimal Fäule mit. Das heißt, wir haben eigentlich unser Ziel erreicht. Fäule gammelte auch, ne? Bin ich sicher. Ja. Okay. So, dann einmal was muffeln. Was trinken. Und schon haben wir wieder den gut genährt Perk. Da jetzt hier nochmal ein bisschen durch. Vielleicht finden wir noch einmal Fäule für noch ein weiteres Bier. Zur Herstellung. Aber sieht nicht so aus. Okay, hier war jemand mit Energiewaffen unterwegs.
Nee. Nee, nee. Okay, was haben wir hier hinten noch? Einsturzgefahr. Nee, Einsturzgefahr jetzt wollte ich nicht unbedingt machen. Ja komm, nimm mal Uranrausch mit und wenn White Spring danach immer noch leer ist, dann gehen wir noch eine Runde White Spring machen. Steht ja sowieso heute nochmal auf der Liste. Vielleicht sogar noch ein zweites Mal. Weil wir müssen ja wirklich jetzt zusehen, dass wir auch mal eine Zweitrüstung zusammenkriegen, die wir neben der Powerrüstung benutzen können. So. Machen wir Tür auf hier. Einmal kurz in die Armor rein. Schon besser. Stehen bleiben und für Identifikation näher treten. Willkommen zurück, Mitarbeiter 01. Erkennungsfehler. Nur Mitarbeiter des Blackwater Bergwerks. Dankeschön. Das ist eigentlich alles, was ich wissen wollte. Dass die Quest endlich startet. Wie gesagt, machen wir jetzt erst Uranrausch. Danach werden wir sowieso fast nicht wegkommen. Weil ich immer alles loote da drin. Habe ich immer das Problem. Ich komme da nicht so wirklich raus. Ja, mal sehen, ob die Schrotflinte dafür reicht. Ich denke mal schon. Für Rattenungeziefer auf jeden Fall. So. Tür auf. Und dann wollen wir mal. So. Initialisieren. Extraktionsvorgang eingeleitet. Halten Sie sich bitte während des Betriebs von den Extraktionseinheiten fern. Feindliche Eindringlinge entdeckt. Die Mitarbeiter werden aufgefordert, die Eindringlinge zu entfernen, bevor Schäden an den Extraktionseinheiten auftreten. Nur zu dritt. Da wollen wir jetzt nicht arg viel Mühe geben. Wir müssen bloß aufpassen, dass alles so weit in Ordnung geht hier. So. Läuft doch bis jetzt. Gleich zukämpfen. Geht scheiße. So, falls ihr euch fragt, warum ich die Gruppeneinladung jetzt nicht angenommen habe, weil ich ja den Perk drinne habe, der für Solo eigentlich ist. Und er funktioniert in der Gruppe halt nicht. Ich bin jetzt zu faul, den auszuwechseln. Wir haben auch sowieso kaum Gruppenperks, also wir hätten noch nicht mal irgendwas zum reinnehmen. Ja, ist ein bisschen langweilig hier. Also wenn ich das Ding hier alleine mache, dann sind hier immer hinten 30 bis 40 in der ersten Runde. Und alleine hier in der Mitte ist es dann halt übelster Wucher. Und jetzt ist hier gar nichts. Was ist hier los? Stelle verstorbenes Führungspersonal fest. Die Person bitte vom Gelände entfernen. Okay, wo? Ja.
Na, Fallensteller. Ausreichende Uranmenge extrahiert und verarbeitet. Ausgabemenge erhöht. Tja, Kaffee trinken und abwarten. Was anderes können wir jetzt nicht machen. Eieiei, ist ja heute richtig schön aufregend. 35 und hier haben wir noch eine 30er. Warten auch schon auf ihre Gegner. Was ist denn hier los, Mensch? Ist ja heute wirklich schlimm. Stelle verstorbenes Führungspersonal fest. Die Person bitte vom Gelände entfernen. Ausreichende Uranmenge extrahiert und verarbeitet. Ausgabemenge erhöht. Raider. Auch regenerieren. Merkwürdig, heute ist der regenerierende Tag, oder wie? Stehen geblieben. Du Maulwurf, du. Das ist eigentlich eine Beleidigung. Das ist ja eigentlich eine maulwurfsartige Kreatur. Also bis jetzt, ja. Kriegen nur wir die Gegner. Oh, ich höre die anderen mal ballern. Die hatten auch mal ein. Das ist doch nett. Ich hab dich doch gehört. Hallo. Konnte sich wieder nicht entscheiden, nach oben zu laufen, ne? Ja, ja. Kenn ich. Mal wenigstens mal ein bisschen Licht machen, damit wir ein bisschen heller haben. Verstorbenes Führungspersonal fest. Die Person bitte vom Gelände entfernen. Ah, wo ist sie? Ausreichende Uranmenge extrahiert und verarbeitet. Ausgabemenge erhöht. Hoppala! Wo rennst du mir denn jetzt hin? Ach, jetzt haben sie mir meinen hier schon wieder hinten kaputt gemacht. Stehen geblieben. So, machen wir den mal wieder ganz. Ja, jetzt wo einer kaputt ist, jetzt rasten die hier ab, oder was? Sch-
schlimm. Müssen die immer erst einen kaputt machen, ja? Da unten ist schon wieder einer drin. Ja, irgendwie halten wir gerade die Schrotflinte. Mit den Munition. Extraktion abgeschlossen. Also passt das doch. Reinigungs- und Entlüftungsvorgang der Extraktoren muss vor Weiterführung des Betriebs abgeschlossen werden. Bitte den Bereich verlassen. So, ein bisschen Munition, ein bisschen und Co. Lebensrettermetallrüstung. So, nehmen wir uns hier auch nochmal ein bisschen was mit. Weil ich glaube nicht, dass wir uns jetzt hier nochmal so weit runterkriegen, dass wir laufen können. Oh doch, kriegen wir. Kriegen wir sogar sehr gut. Ei. Ei, ich gedacht. Oh, die nehmen wir mal mit. Dann nehmen wir ja auch mal alles mit. Sind hier doch im Schnelleinsatz und Beschaffungsmethode. So, müssen wir mal kurz gucken. Wenigstens noch mal kurz was trinken. Dachte, ich muss eigentlich noch was fressen. Dann räumen wir jetzt hier noch mal das Bergwerk komplett auf. Fusionszellen, sehr schön. Und dann schauen wir doch mal hier. Ob wir hier nicht auch noch mal was finden können. Spätestens hier noch mal ein Fusionskern. Jetzt sind wir wieder überladen. So, hier möchte ich die Plasmakartusche da hinten haben. Wag es dich, ich höre dich. Das ist aber lieb, dass du außenrum kommst, anstatt auf mich zu schießen. So, Plasmakartusche. Ich finde, Plasmakartuschen findet man auch relativ selten im Spiel. Also wenn man sie sich jetzt nicht herstellt, sondern jetzt nur so vom reinen Finden her geht, die sammeln sich nicht so wirklich krass an. Oder vielleicht kill ich einfach immer die falschen Gegner dafür. Blöde Lampe. Au, 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 au. So, wo bist du mit dem Raketenwerfer? Sehr schön. Blöd, dass er runtergefallen ist, aber sonst sehr schön. So, machen wir hier auch nochmal alles leer. Leuchtendes Fleisch. Könnte ich rein theoretisch schon bei White Spring verkaufen? Ich habe heute noch keine Verkäuferrunde gemacht. Gestern kam ich nicht dazu. Atomarer Abfall sammelt sich ja auch an. Und hier haben wir wieder den schönen Fusionskern. So passt das doch. So, Gamma-Patrone. Hier nochmal ein bisschen Schrott mitnehmen. Na, hält sich doch wacker. So, leuchtendes Fleisch. T60 Helm. Da muss ich gleich mal gucken. Ja, nehme ich mir jetzt eine 50er Schruf Kampfflinte mit und modifiziere sie mir nochmal ein bisschen um oder meist nicht. 9 wiegst du. Wenn ich dir die Mods drauf gepfeffert habe, dann wiegst du bestimmt doch deutlich mehr. Ach nee, ist T60 Blau-Helmlampe. Hatten wir jetzt T60? Ja, wir hatten, glaube ich, eine T60. Kann ich nochmal somit behalten?
Ah, ich muss immer ein bisschen gucken. Verlängert. Holy shit, wir haben 88 Gamma-Patronen. Okay. Und so wie es aussieht, ist das eine, die man aufladen muss, ne? Wo ist sie denn jetzt? So, mal kurz. Nee, man braucht die nicht aufladen. Können wir wenigstens mal ein paar Gamma-Patronen runterschießen? Sei mir eigentlich falsches Gebiet hier. Na, hier haben wir noch eine Kampfflinte. Nochmal Munition dafür. Ein 30er. Das Blöde ist, das Ding macht ja nicht allzu viel Schaden an leuchtenden Gegnern. Und an Ghoulen schon so fast gar nicht. Das ist ja jetzt die Überlegung, die lohnt sich die jetzt einfach mitzunehmen, solange wir jetzt gleich nochmal eine Runde White Spring gehen. Oder kriege ich die vielleicht noch irgendwie in eine Kiste rein? Ich denke mal, ich kriege sie noch irgendwo in eine Kiste rein. Das heißt, wir rennen jetzt mal kurz Richtung, ja, White Spring runter. Also zwischen zum Bahnhof. Gucken da, dass ich mich da dann halt nochmal ein bisschen leer mache. Ich muss aber auch noch bedenken, wir haben auch noch Fäule im Inventar. Das muss ich halt noch zu Bier craften. Wäre es jetzt nicht eigentlich sicherer, wenn ich denn mich so weit fertig mache, Port, der nach oben porte und danach wieder runter porte. Wäre doch eigentlich vom taktischen her klüger, weil meine Fäule ist ja jetzt auch schon ein bisschen, ja, angefault, kann man sagen. Autorisierung ist eine Identifikation erforderlich. Bitte Audio-Identifikation durchführen. Seien Sie gegrüßt. Können wir hier nochmal kurz gucken? Ja, Powerrüstung ist auch hier. Hat sogar einen Fusionskern. Okay. Wir sammeln gerade schön Fusionskerne auf. Das gefällt mir doch. Kriegen wir uns lauffähig? Na, mache ich die erstmal weg. Sturmgewehr noch weg. Ah, wir kriegen uns portfähig. Gerade so. Gerade so. Gut, dann gehe ich jetzt einmal kurz ins Camp zurück. Dann würde ich sagen, mach jetzt hier schon mal im Ladescreen Cut. Mach soweit schon mal das Gluck, Gluck, Gluck fertig. Weil das muss ja dann auch noch gohren und das dauert ja immer eine ganze Zeit. Deswegen passt das eigentlich und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.